Hallo Survival Games auf The Hive. Heute spielen wir die Map Breeze Island 2 und ich bin hier noch in dieser Lobby, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Einfach nur so aus Langeweile. Ich spiele heute wieder mit dem Such Speed Text Toonpack und habe sogar einen Such Speed Skin. Ich weiß nicht, ob ihr den schon kennt. Ich bin mir gerade voll unsicher, weil ich habe den eigentlich schon länger. Aber ich glaube, ich habe mit so einem noch nicht aufgenommen. Und zwar ist das eigentlich der Such Speed Skin, nur halt, dass ich da halt meinen Kopf reingemacht habe und die Augen sind so auf dem Kopf. Also ist quasi wie so ein Anzug von Such Speed mit meinem Gesicht da drin. Und ja, heute ist Sonntag, der 20. und heute war mal wieder einer der Tage für Hive, die einfach so, das waren gute Tage von Hive, wisst ihr, die normalen sind ja alle schlecht und so, weil Hacker und so, aber diesmal ist es sogar ein guter Tag, weil die Angel wurde gefixt, also man kann jetzt die Angel wieder benutzen, oder, also die Angel wurde nicht gefixt, sondern dieses Inventar-Switch-Dingsens wurde gefixt. Und zwar war es ja so, wenn man geswitcht hat von irgendeinem Hotbar-Slot zum anderen, dann konnte man, glaube ich, eine halbe Sekunde lang oder so die Leute nicht hitten. Warum auch immer. Und das wurde jetzt gefixt und das bedeutet, dass man die Angel wieder benutzen kann. Und den Bogen zum Beispiel auch. Und ja, darauf freue ich mich jetzt richtig. Ich habe übrigens schon zwei von aufgenommen. Die erste, da habe ich leider keine Angel bekommen und deswegen habe ich die Aufnahme mehr oder weniger abgebrochen. Also ich habe halt nicht mehr weiter aufgenommen. Das war ein Start, Leute. Das war ein Start. Nee, auf jeden Fall habe ich die erste Aufnahme halt abgebrochen, weil ich halt keine Angel bekommen habe. Und das war ja so das Thema von der Aufnahme eigentlich. Und dann habe ich ja trotzdem noch weiter aufgenommen und dann ist ein gutes Gameplay draus geworden, wo auch ein richtig cooler Typ drin war. Und das werde ich dann halt für irgendein Commentary mal benutzen. Und der Typ hat mir sogar richtig den Arsch gerettet einmal. Und ja, die zweite Aufnahme hatte ich denn eben. Da habe ich auch keine Rod bekommen, warum auch immer. Und war schon ein bisschen pissed, weil, keine Ahnung, ich wollte halt die Rod zeigen. Und das Ding war einfach, da war dann so ein Typ in Full Iron. Und ich hatte so halb Gold, halb Eisen, so circa. Und der Typ kam dann so an und hat mich halt einmal gehittet. Und dann bin ich ins Wasser gegangen. Dann bin ich zurückgekommen, wollte gucken, wie gut er denn ist. Weil er hat mich nur mehr oder weniger überrascht. Und dann habe ich ihm eine Dreier-Kombo gegeben. Er hat mich einmal getroffen in der Zeit. Und dann ist er so zurückgegangen ganz langsam. Und dann läuft er auf mich zu und hat einfach Kill-Aura an. Ich gehe ins Wasser, er fliegt mir einfach hinterher. Da habe ich mir gedacht, was ist denn los mit dem? Und ja, den werde ich definitiv reporten, aber das war natürlich nicht so cool, weil... Also rein theoretisch hätte ich es hochladen können, aber das Ding ist einfach, dass ich ja die Angel zeigen wollte und ich hatte ja die ganze Zeit keine Angel. Das war dann natürlich ein bisschen doof. Und jetzt habe ich die Angel. Das kann ich euch gleich zeigen, wenn wir mal jemanden finden, den ich dann angreifen kann. Und ja, also ich finde es auf jeden Fall richtig nice, dass es wieder funktioniert. Vor allem, ich finde es auch richtig wichtig, weil... Ich finde, die Angel ist so der Unterschied zwischen Normalspielern und besseren Spielern, weil die Angel war so das, was Skill erfordert hat. Und ich meine, auf Leute zulaufen und sie einfach zu hitten, ist ja nicht so wirklich Skill. Und das Ding ist, als das mit dem Switch nicht mehr funktioniert hat, also die letzten Wochen halt, da war es einfach so, wenn man einfach einem Randy begegnet ist, der einfach genau dieselbe Rüstung wie man selber hat oder dieselbe Ausrüstung an sich halt. Oh, da ist jemand. Puh. Verpiss dich. Ciao. Nee, auf jeden Fall, wenn man halt einen Randy getroffen hat, der dieselbe Ausrüstung hatte, also man ungefähr gleich ist, und der einfach null Skill hatte, man selber halt schon, also normaler Spieler ist halt, dann warst du, dass man trotzdem verlieren konnte, weil das Ding war einfach, er konnte einen in derselben Zeit einfach genauso hitten, weil, ja, weil man konnte die Angel halt nicht benutzen und dann war es einfach nur aufeinander zulaufen und hitten, und das können ja Randy sowieso, also das ist ja nicht schwierig. Und das Ding ist, wenn sie dann noch ein Ping-Hit mehr bekommen haben, weil sie einmal ganz kurz eine bessere Connection hatten, dann war man tot und man hat gegen Randy verloren, obwohl man eigentlich ja viel besser ist. Und das Ding ist, dass das jetzt wieder ja, gefixt wurde quasi. Also man kann jetzt gegen Randys viel mehr machen, weil man einfach die Angel hat und man kann sie viel besser töten. Und ja, also da freue ich mich ziemlich drüber, wenn ich ehrlich bin, weil, ja, keine Ahnung, das war halt wirklich wichtig. Und so, ja, gewinnt halt der bessere Technik mit der Angel quasi hat. Ja, also ich finde es richtig cool, dass es wieder geht, weil, ja, es war mir halt wichtig. Nur das Ding ist, dass ich jetzt halt richtig lange damit nicht gespielt habe. Und dementsprechend bin ich noch nicht so gut damit. Also ich habe natürlich ab und zu FFA gespielt, wo das ging, oder MCSG, da ging es ja auch. Und da habe ich ehrlich gesagt auch, also eher wenig gespielt, aber ich habe halt auch gespielt und... Ja, deswegen, ja, bin ich nicht ganz kacke. Und jetzt habe ich gerade diesen komischen Essensglitch fast gemacht, aber nein. So, zack. Ich habe übrigens die Gamma-Einstellung höher gemacht, weil ich eigentlich gerne spiele, wenn es zu hell ist. Aber ich finde es für Aufnahmen eigentlich hässlich, deswegen mache ich das mal wieder so. Weil, ja, keine Ahnung, ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich das nicht so schön finde. Deswegen mache ich es eigentlich immer auf, aber jetzt habe ich es halt vergessen. Ich mache es immer aus, Entschuldigung. So, dann switche ich das und das. So, und wir sind eigentlich ziemlich gut ausgerüstet, wenn ihr mich fragt. Wir haben immer eine Angel und das ist ja das Wichtigste. und ja, so. Wie bereits erwähnt, ist ja heute der Sonntag.
Und das bedeutet, dass ich morgen, also am Montag, meine Operation habe wegen meinen Weisheitszähnen, weil die werden ja rausgenommen. Habe ich ja, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt. Und ja, also ich habe ein paar Leute jetzt so, also die haben, also ich habe das schon mal erwähnt. Dann habe ich so ein paar Leute angeschrieben und dann also erzählt, wie es bei ihnen war. Und der eine hat zum Beispiel erzählt, dass es, also die Operation an sich tut nicht weh, aber danach das Reden könnte wehtun. Und ja, also das ist jetzt so das, was ich erzählen wollte. Und zwar werde ich dann wahrscheinlich ein paar Tage lang nicht aufnehmen können. Also so 2, 3 Tage lang oder vielleicht auch 4, ich weiß ja nicht. Vielleicht entzündet sich's ja und das wird ganz schlimm oder so, aber das hoffe ich natürlich nicht. Nur halt, damit ihr es wisst, dass ich halt nicht aufnehmen kann und ich kann auch nicht skypen oder in TS gehen, weil ich kann halt insgesamt nicht reden. Und deswegen bitte respektiert das und ich möchte mir jetzt nicht unnötig Schmerzen bereiten, nur weil ihr mit mir reden wollt oder weil ich aufnehmen muss oder so. Deswegen wäre es cool, wenn ihr das einfach so hinnehmt, weil ich kann da wirklich nichts dran ändern und ich glaube, ihr wisst, dass ich das nicht unbedingt möchte. Also ich meine, wer möchte schon operiert werden? Ist ja auch irgendwie immer ein Risiko. Also es kann ja natürlich jetzt mal schief gehen. Er kann ja zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, seine Brieftasche in meinen Zähnen verlieren oder was auch immer. Ja, auf jeden Fall, ja, wollte ich das nun mal halt erwähnt haben. Und ich war heute übrigens den ganzen Tag, oh, lag. Ich war heute übrigens den ganzen Tag weg, deswegen, ja, habe ich noch nicht so wirklich viel gespielt und bin nicht eingespielt und auch mit der Angel gerade nicht. Deswegen, falls ich jetzt ein bisschen abnube, entschuldigt das. Wobei die letzten 2 Runden habe ich eigentlich gut gespielt. Also ja, einmal halt gerettet worden von dem Typen mehr oder weniger, weil ich sonst gestorben wäre. Aber es war auch ein Team das Match, also gegen das Team haben wir halt geteamt quasi. Davon ist aber wieder ein Team, es ist einfach. Ja. Oder ist es kein. Es ist kein Team. Ich dachte schon. Staube ich doch mal ab. Staube ich doch mal ab. Scheiße. Oh Gott, das war richtig mies. Naja, auf jeden Fall. Und dann halt die andere Runde bin ich halt am Hacker gestorben. Da konnte ich jetzt auch nicht wirklich viel dran ändern. Und deswegen, ja, also eigentlich bin ich ganz gut, in ganz guter Verfassung vom PvP jetzt her. Und ja, also, ihr könnt euch auf jeden Fall auf mehr Videos jetzt freuen. Vor allem, weil auch die Angel geht. Und das war ja immer so, das war auch ein Problem bei Aufnahmen, fand ich. Weil, wenn man aufnimmt, oder bei mir ist es zumindest so, wenn ich aufnehme, möchte ich eigentlich gewinnen. Also nicht, weil ich, keine Ahnung, also, ne, aber das Ding ist einfach, dass ich Videos, wo man stirbt, einfach nicht so spannend finde und nicht so unterhaltsam. Und ja, deswegen gewinne ich einfach lieber, weil ich glaube, ihr wollt nicht unbedingt sehen, wie ich die ganze Zeit sterbe oder so. Und deswegen nehme ich eigentlich lieber nur Aufnahmen, wo ich gewinne. Oder wenn zum Beispiel ein richtig gutes Gameplay dabei ist und ich trotzdem sterbe, dann nehme ich es auch. Einfach weil es halt ein gutes Gameplay war, obwohl ich nicht gewonnen habe. Und das Ding ist, dass das war halt auch so ein Problem, weil ohne die Angel war es einfach viel schwieriger zu gewinnen. Weil wenn da halt ein Randy, wie gesagt, mit einem guten Ping war, dann war das schon echt eine Bedrohung für einen. Oder wenn da ein Team war, dann war es auch nicht so einfach, die auseinanderzunehmen. Oder ein anderer guter Ping-Spieler zum Beispiel. Das war auch richtig schwer. Ich gucke jetzt, wie viele Pfeile ich habe. 11 Stück. Dann gehe ich nochmal auf den hier drauf, bevor es losgeht. Weil er wollte auch schießen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der hat einen Hacker-Skin. Weil er wollte ein Feuerzeug setzen. Auf jeden Fall hat er eins. Ja. Auf jeden Fall richtig gut benutzt. Ja. Und jetzt hier, zack. Okay, er hat die Schuhe, die. Das sind Blast Protection Schuhe. Und ich glaube, er hackt, aber ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich laufe hier mal zurück und da kommt noch einer. Okay, das war fail. Okay, die machen jetzt einen Bogenkampf. Dann gucke ich einfach mal zu, wie die ihre Pfeile verschwenden und low werden. Ich denke, ich versuche mal abzustauben. Oder hatten die hier steht hier vorne. Schieße ich doch einmal auf den. Nice, ich habe ihn sogar getroffen. Ein. Oh, den Pfeil will ich noch. Dann gewinne ich. Okay, ich gewinne die Runde. Ich habe den Pfeil bekommen. So, der Typ mit Dierschwert, da auf den sollten wir raufgehen. Oh, erstmal vielleicht essen. So. Dann gucke ich mal hoch. Der ist jetzt da oben und wird jetzt da runterkommen. Doch nicht. Aber wird, denke ich, gleich runterkommen. Wo ist der andere eigentlich? Da sneakt einer. Der andere Typ ist. Keine Ahnung wo. Der dürfte hier hinten sein. Ja, da hinten ist er. So. Was mache ich denn? Ich würde ungern alleine gegen die Typen mit dem Dierschwert kämpfen. Deswegen hoffe ich eigentlich, dass irgendjemand ihm mal ein bisschen Schaden macht. Oh Gott, ich habe mich getroffen. Das war nicht so geil. Wow. Okay, ich bin auch noch nicht so gut mit der Angel. Wie man es vielleicht gerade gesehen hat. Wo ist der andere Kuchen? Da. So, okay. Gehe ich da jetzt mal rauf? Okay, er hat ihn anscheinend ganz schön geowned. Ich guck mal, was hier noch ist. Okay, davon brauche ich eigentlich nichts. Er hat ganz unauffällig das Feuerzeug. Ja, ganz unauffälliger. Ganz der unauffällige. Okay, da habe ich es zum Beispiel gesehen. Double Hit nur durch die Angel bekommen. Ja, los, mach Feuerzeug. Juckt mich doch nicht. Oh Gott. Ja, ich habe ihn immerhin zweimal ganz gut getroffen. Also, die Angel funktioniert auf jeden Fall. Das ist ziemlich nice.
Ja, er hat ein Feuerzeug und ich weiß, dass er gleich placen wird. Und der andere ist ein totaler Randy. Oh. Okay, ja, ich bin richtig reingesprungen. Okay, er geht aber nicht auf mich, das bedeutet, ich kann mich löschen. Das hätte ich gut, obwohl ich jetzt unnötig 2,5 Herzen verloren habe. Ja, komm her. Oh Gott, ein Dierschwert. Und er hat immer noch Uses vom Feuerzeug. Das fuckt mich gerade so ein bisschen ab. Ich habe 11 Pfeile, ich kann richtig groß spammen. Aber ich benutze die lieber eher defensiv, also nicht, wenn ich jetzt gerade angreife. Okay. Ja, da haben wir beide uns einen Hit gegeben. Oh, ich wollte essen. Ich scroll einfach aufs Schwert, um zu essen. Läuft. Dann geht man hier hoch. Ich glaube, er geht hier vorne hoch. Ne, er geht nicht hoch. Okay. Ich bin jetzt mal ein bisschen stiller und taktischer. Weil ich halt ungern verlieren möchte. Okay, er will Feuerzeug nochmal placen. Okay. Puh. Das Ding ist, ich glaube auch, er ist ein guter Spieler. Ich bin nur 5 Herzen. Sein Schwert macht einfach so viel Schaden. Ich schätze doppelt so viel eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Okay, nice. Der war so low. Okay. Ich würde sagen, ich drop den Randy das Dierschwert. Was? Er hat noch 2 Dias? Läuft doch. Hier, komm her. Hol dir den Stuff. Da, nimm das Dierschwert. Du nimmst das Dierschwert, ich nehm Schwert, okay? Da. Nimm das Dierschwert. Nimm das Dierschwert. Das ist nicht sein Ernst, oder? Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Oh mein Gott. Das war natürlich jetzt eine richtig lustige Runde. Aber auf jeden Fall, falls ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt auf jeden Fall mal Hashtag, ich glaube Hashtag Angel hatten wir schon mal, aber ich sag einfach trotzdem nochmal Hashtag Angel in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, würde mich auf jeden Fall freuen. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr auch gut findet, dass die Angel wieder da ist oder ob ihr sie lieber nicht gemocht habt. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich halt nach der OP nicht so ganz in der Lage sein werde aufzunehmen und hoffe trotzdem, dass ihr da nicht so viel gegen habt. Und ansonsten, ja, wie gesagt, habt Spaß in der Woche jetzt. Also die meisten haben ja schon Ferien, aber auch die zur Schule gehen, viel Spaß noch. Und wir sehen uns einfach, wenn ich wieder reden kann. Haut rein und ciao.